Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 38 von Graveyard Keeper mit den ganzen DLCs und ja, wir haben ja einen Spieß gerade aufgesammelt, wir wollen aber Gebäck machen, dass wir den Schädel seinen Bärenkuchen machen können und dafür brauchten wir Mehl, Milchkrug und ein Ei und das müssen wir jetzt in der Folge mal besorgen, um das weiter zu bauen. Alles klar, dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir, wie wir das machen. Bis gleich. So, dann wollen wir mal losgehen. Oh, hier ist auch Eisen fertig, aber das können wir nicht mitnehmen, weil wir voll sind, oder wie sehe ich das? Das Eisen braucht man für den Ofen noch, ne? Oder wie war das? Lass uns mal gerade reingucken. Ofen. Ofen 2 war das. Okay, dafür brauchen wir die komplexen Eisenstücke. Gut, aber wir müssen jetzt erst gucken, dass wir an Mehl dran kommen. Jetzt weiß ich nur nicht. Können wir das anpflanzen? Haben wir wahrscheinlich nichts für da, ne, oder? Ne, wir brauchen Samen dafür. Hatten wir hier was in der Kiste? Ich glaube eher nicht, oder? Wenn, dann hat er es eigentlich angezeigt, oder? Weizensamen da. Ich glaube, da brauchen wir 4 von und nicht 3, ne? Es ist überall nur 3 von da. Und wir brauchen immer 4. Kann man das nicht zum Komposthaufen machen? Ah, kann ich nicht mitnehmen, ne? Tu das Blümchen mal da. Was haben wir denn hier noch? Eine Schweinslederhaut. Da mussten wir auch noch was bauen, ne? Vielleicht sollten wir erst was. Oh, Karottenschnitzel haben wir 10. Wir haben genug zu essen dabei. Vielleicht sollten wir erst was in irgendeine Kiste legen. Damit wir irgendwo auch was machen können, ne? Okay, die Kiste ist fast voll. Können wir mal gerade den Glauben reinschmeißen. Und hier ist auch nicht ganz viel Platz drin schon. Ah, aber hier ist Mehl. Mehl haben wir dann schon. Jetzt fehlt uns nur Ei. Pilze sind da 4 Stück. Feuerholz bräuchten wir. Haben wir da. Warte mal, gehen wir gerade rein. Können doch noch mehr machen hier, ne? Da. Ach, 5 brauchen wir. Wir haben nur 4. Alles klar, dann hat sich das erübrigt. Aber die schmeißen wir jetzt hier gerade rein. Karottenschnitzel und Pilze. Politurpaste. Na, hier wäre das jetzt gerade nicht so sinnig, das reinzutun. Aber das Bier könnten wir hier lassen. Das war wohl falsch, was wir da gekauft haben mal, oder? Gut, ab in die Stadt, weil die Hühnereier waren da in der Ecke irgendwo hinter der Kneipe. Wie viel Glaube braucht man bei dem 5, ne? Ja. Das heißt, da müssen wir noch einmal einen Gottesdienst abhalten, dass das klappt. Ist Gottesdienst gerade aktuell, oder? Ne, das war hier Gottesdienst. Was war hier denn aktuell? Ah, der Inquisitor ist da. Flugblätter haben wir auch noch nicht. Brauchen wir also nicht hingehen. Das funktioniert nicht. Als nächstes kommt dann der Astrologe. So, ich glaube, der Hühnerstall war hier rechts neben der Taverne. Irgendwo hier war der. Da müsste es sein, ne? Die Hühnerfarm, genau. Können wir da ein Ei kaufen? Aber oh, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele Eier das waren. Ich habe keinen blassen Schimmer, aber ich nehme mal 3er mit. Und dann brauchen wir noch die Milch. Ich hoffe, es war nur ein Ei und einmal Milch, aber wissen tue ich es jetzt auch nicht gerade auswendig, so ein Shit. Und die Milch war hier oben irgendwo, meine ich. Ich glaube, bei ihr war die Milch, oder? Ja.
Nehmen wir auch dreimal mit. Passt. So, dann können wir wieder runtergehen. Das Mehl hatten wir ja schon. Ja, wir müssen unbedingt gucken, dass wir hier so diesen Weg freikriegen, da auch, ne? Das ist doch ein ganzes Stück kürzer, nicht um diese Ecke laufen zu müssen. Also hier müssen wir hin. So, und wie wir zwei, es war nur eins jeweils, ne? Dann können wir das fertigen, den Teig. Aber da braucht man ja noch was anderes für den Kuchen, ne? Wo ist er jetzt? Hier. Da brauchen wir jetzt noch Beerensaft. Jetzt müssen wir den Beerensaft noch irgendwo her haben. Beerensaft. Haben wir sogar. Das bedeutet, wir müssten jetzt eigentlich diesen Kuchen herstellen können, ne? Und der läuft von alleine wieder. Warte, dann können wir hier die Sachen lassen. Den Teig lassen wir auch so lange hier. Naja, schauen wir erstmal weiter. Können wir jetzt hier das Eisen aufnehmen? Ja, da ist auch noch so ein Punkt. Da läuft auch noch was. Das waren die komplexen Teile, die wir machen müssen. Zwei, reichten die? Ich weiß es nicht mehr. Yep. Jetzt können wir den Ofen hier irgendwo hinstellen. Ich wollte eigentlich die Karte verschieben, um zu sehen, was da rechts noch geht. Ach, zum Rand muss ich. Da passt er leider nicht rein. Das ist knapp. Kann man hier rotieren? Ja, kann man, aber nur links, rechts. Dann lass es mal so stehen. So, Baumaterialien sind da. Wir haben schon wieder ein Eisen mehr und können hier jetzt den Ofen bauen. Und da ist er fertig. Und was hat er? Graphit. Stahlbahn können wir da auch noch machen. Und die Glasgeschichten. Ne? Hier ganz wichtig, das für die Gefäße. Graphit, was braucht man denn nach Kohle? Brennstoff reintun. 5-mal Kohle. Das Gefäß machen wir auf jeden Fall. Dieser Ofen. Ah, da können wir das Glas machen. Aus Sand. Zu Ofen 2 verbessern könnte man da. Hätten wir auch so machen können. Naja, ist egal. Jetzt haben wir 2. Ist auch nicht so schlimm. Das passt erstmal. Die Gefäße brauchen wir, um Tinte zum Beispiel zu machen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo Kohle haben. Ne? Hier wohl nicht. Aber wir können mal diese Teile hier lassen und die auch. Ja, das passt erstmal. Hier ist keine Kohle drin. Und hier haben wir da Kohle. Aber nur ein einziges Mal. Aber ich glaube, einmal reichte nicht, ne? Oder? Wir können das ja mal gerade gucken. Ne, können wir nicht gucken, weil der gerade läuft. Schade. Was macht der Kuchen? Der ist fertig. Dann gucken wir, dass wir ihm da unten den Kuchen geben, in der Hoffnung, dass das der richtige Kuchen ist. Ne? Vielleicht sieht er auch ganz anders aus, ich weiß es nicht. Sind wir jetzt hier richtig? Ja, ne, oder? Ja, da ist er. Den Kuchen brauchen wir gar nicht mehr. Ich dachte, wir... Oder war das der Geist?
Ah, ich glaube, der Geist kriegt den Kuchen, ne? Wollen wir hoffen. Irgendwer hier kriegt den Kuchen, von den beiden einer. Ah ja. Wie lecker, als hätte ich seit 100 Jahren nicht mehr gegessen. Dann frag mal los. Also, wer bist du wirklich? Wie schon gesagt, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich hier gelandet bin, weil ich aus einem Gerät gefallen bin. Ich erinnere mich an den Wärter, der hier herumgegangen hat. Er sagte, ich sei halb Geist, halb Mensch. Er hat nicht gerne mit mir geredet, keine Ahnung warum, er war ziemlich zurückgezogen. Was weißt du über diesen Ort? Hier hat der Wärter seine speziellen Mechanismen und Geräte gebaut, um Seelen zu heilen und sie ins Land der Toten zu schicken. Um Seelen zu heilen? Wovon? Was meinst du mit wovon? Von Sünden natürlich. Vor langer Zeit gingen Seelen von allein auf die andere Seite. Wenn sie die Brücke überqueren, wurden sie ihre Seelen von all den Sünden gereinigt und sie im Laufe ihres Lebens gesammelt hatten. In Vorbereitung auf den neuen Zyklus. Aber nach dem uralten Fluch wurde diese Ordnung gestört und die Seelen verblieben in dieser Welt. Der Wärter, der diesen Ort erschaffen hat, wollte sie befreien. Denn niemand weiß, was die Konsequenz ist, wenn man Seelen hier gefangen hält. Was ist aus dem Wärter geworden? Er hat gesagt, seine Zeit hier sei vorüber und ist dann gegangen. Er hat sich von mir verabschiedet, hat den Raum versiegelt und ist nie zurückgekehrt. Ich kann ihn nicht aufsuchen oder diesen Ort verlassen, denn ohne die Kiste löst mich einfach auf. Aufgabe beendet. Reden, da ist nichts mehr. Gut, jetzt müssen wir mit ihm mal reden. Der braucht Öl. Okay, das sollte jetzt nicht so schwer sein. Ich weiß gar nicht, ob wir noch was haben. Könnte sein. Muss aber nicht. Hat er noch was? Nein. Bis später, ja. War nicht der Wärter Dingens hier? Wie heißt er? Tinte. Schwarze Farbe. Da geht's in der Kirche. Ah, der Astrologe ist da. Der Dingens Schlange brauchen wir jetzt nicht hingehen. Gehen wir erstmal hoch. Ist schon was fertig? Ja. Die Gefäße sind fertig. So, jetzt müssen wir hier mal reingucken. Ne, da war das. Ah, 1 von 5. Wir brauchen also noch 4-mal Kohle. Stahlbarren, da brauchen wir auch Kohle, ne? Ne, Graphit. Und hier können wir noch mehr bauen, aber... Eigentlich war es doof, den nicht abzugraden, sehe ich gerade, weil da ging was. Okay. Also den Kuchen haben wir fertig gemacht für den Geist. Das ist erledigt. Kuchen könnte man noch mehr machen, aber wir brauchen eigentlich Kohle jetzt, ne? Was ist hier? Silbernugget, okay. Die Kohle. Warum eigentlich nicht mit rumschlüren, ne? Aber hier geht sie nicht in der Kiste. Hier geht es in der Kiste. Schmeiß das auch noch da rein. Eigentlich müssten wir noch eine Kiste bauen, damit wir Platz haben, ne? Wo wir was lagern können. Wir müssten was pflanzen, ne? Aber es ist jetzt gerade wahrscheinlich schlecht, weil es dunkel ist. Kriegen wir irgendwie was noch in der Stadt gekauft? Ich glaube nicht, wenn die da alle zu sind. Astrologe. Der nächste ist der Sonntag dann. Da müssen wir eine Predigt halten. Lass uns mal gerade checken. Wird es jetzt Tag? Es wird Tag. Also jetzt ist erst der... Ah, die Nacht ist vorbei. Dann können wir auch ins Dorf gehen. Aber Blödsinn, hier lang zu gehen. Lass uns durch die Luke gehen. Das geht schneller. Wir können mal gerade gucken, was wir hierfür brauchen, damit das frei wird. Brett haben wir, Keile. Und dann brauchen wir noch einfache Eisenteile. Die hätten wir, glaube ich, da hatten wir 6er. Diese Holzkeile. Komm, lass uns erst gerade gucken, dass wir das hinkriegen. Die waren, glaube ich, hier draußen. Waren die hier? Die 4 haben wir.
Und Keile sind jetzt hier nicht drin. Gibt's hier Keile? Ne, da gibt's noch ein Brett. Jetzt müssen wir gucken, wann die Keile hier zu fertigen. Eisenmeißel, Eisenrüstung. Nee. Hier auch nicht. Hier ist Steinbearbeitung. Da müssten wir hier weitermachen, ne? Wow, können wir sogar. Dann können wir den Friedhof damit auch besser machen, ne? Gut, hier sind Nägel und das ist nicht das. Ah, hier sind die Keile. Kann ich sogar machen. So, jetzt haben wir die. Jetzt machen wir uns hier den Weg frei. Nee, wieso das denn? Einfache Eisenstücke habe ich doch eingepackt, oder? Habe ich die nicht mehr im Inventar? Habe ich die falsch? Okay, dann gucken wir nochmal nach draußen. Die habe ich doch hier drin gehabt, oder nicht? Wo sind die denn jetzt gelandet, bitteschön? Oder habe ich die gerade irgendwo für gebraucht? Müssen wir nochmal welche fertigen, ne? Ich hoffe, das war's jetzt. Ich meine, es wären noch vier nur gewesen, ne? Ja. Jetzt haben wir zwar gleich keine Energie, aber wir haben ja was zu essen dafür, ne? So, da ist der Weg frei, zum Glück. So, wie geht's jetzt weiter, ist die Frage. Ich denke mal, Schlange brauchen wir jetzt nicht machen. Na, der ist auch nicht da. Können wir hier reingucken. Ah, flüchtiges Gebet brauchen wir dann. Das ist schon mal eine coole Idee. Öl brauchten wir. Aber nicht so, sondern anders. Pack das mal rüber. Ne, was war das hier? Rechtmäßiger Bürgerzertifikat. Ne, das brauchen wir nochmal hier. Schweinsleder lassen wir hier. Polierpaste lassen wir auch mal hier. Den Kuchen. Ah ne, den lassen wir nicht da. Die Geschichte lassen wir hier. Das brauchen wir für einen Gottesdienst wahrscheinlich. Chaoslösung. Gehen wir hier hin. Wir haben noch keinen Gottesdienst, aber der wird bald da sein. Jetzt können wir hier auf jeden Fall unten hingehen und das heile machen, ne? Das machen wir noch schnell. Da gab es zwei für. Der Krab ist minus 2 jetzt. Ist hier noch irgendwas kaputt? Ich glaube nicht. Doch, hier unten, das ist auch noch kaputt. Das sieht auch noch nicht so schick aus. Okay. Jetzt haben wir nur noch minus 1. Wir kommen langsam ins Plus. Die Blumen sind schon mal schick. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen, ne? Die kannst du alle hier lassen und die lassen wir auch hier.
Ja, passt erstmal. Gut, das heißt, wir sind jetzt hier erstmal durch. Können vielleicht noch einen Baumstamm hier mitnehmen. Vielleicht schaffen wir den noch. Ah, guck mal, da war nur ein Schlag, dann haben wir den schon gehabt. Auch krass, oder? Ja, und dann gehen wir schlafen, ne? Dann machen wir erstmal eine Runde Pause. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ihr das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.